Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich wollte gerade hier die Sachen für Fahrer ausliefern, um ein bisschen Schillinge zu sparen für das Kaufrosch-Video im Jörwitzstall. Und da sehe ich, dass jetzt 12 von 12 sind und dann die Quest bei Fahrer fertig haben, weil es geht ja nur bis 12. Und dann bekommen wir auch diese kleine süße Baby-Olle von der Eule von Fahrer. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall, hier brütet die ja schon seit etwas längerer Zeit. Und die hat auch ein Ei und das Ei bekommen wir als Haustier, habe ich zumindest mal in einem Video gesehen. Und falls ihr euch, also an die, die es jetzt noch nicht wussten, die nicht bei mir in der Discord-Gruppe sind, ich hatte bis von heute ca. 9 Uhr bis 15 Uhr kompletten Internetausfall, Fernsehausfall, Telefonausfall, es ging nichts mehr, deswegen konnte ich auch nichts machen in SSO, School of Dragons oder so und auch keine Videos vorbereiten. Ich hatte mir so viel vorgenommen eigentlich für heute Morgen und das konnte ich alles nicht machen, weil wir über 8 Stunden ohne Internet waren und deswegen, ja, fangen wir jetzt mal hier an. Apropos, hier kann man auch Recycling-Material abgeben. Dann machen wir es doch mal hier. Ein sorgfältig hergestellter Sattel, der gut behandelt wird, kann Generationen überdauern. Ein Sattel herzustellen, der es wert ist, zu einem Familienerbstück zu werden, ist eine wahre Prüfung für einen Meister des Kunsthandwerks. Und ich glaube jetzt, dass du bereit bist, dich daran zu wagen. Ich habe die Anleitung an der Sattelstation hingelegt. Okay. Wenn du diese Anleitung erfolgreich gefolgt hast, hast du alles gelernt, was ich dir in dem Moment beibringen kann. Viel Erfolg. Ja, weil ich hatte die nämlich ein bisschen aufgestaut, die Quest seit ungefähr 10, deswegen kann man ein bisschen mehr machen. Hallo, mein talentierter Lehrling. Hast du kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Und jetzt erhalten wir die Eule. Hier, seht ihr sie? Dieser gefiederte Freund ist der perfekte Begleiter beim Sammeln von Materialien in Jörvik vieler Waldgebiete und während die möglichen Handwerksstunden. Und jetzt geht sie hier hin. Es kommt mir vor wie gestern, dass ich meinen Laden hier in Valedale was? Aufgemacht habe. Es ist einfach weggegangen. Mit einer... es geht immer weiter. Die Menschen von Jörvik lernen, dass handgefertigte Waren aus heimischen Materialien nicht nur von guter Qualität sind, sondern dass wir sie auch die Gemeinschaft stärken. Das geht so schnell, das kann man gar nicht lesen. Ich bin so dankbar, dass ich dir über den Weg gelaufen bin. Du hast mir geholfen, meinen Traum wahr werden zu lassen. Also ihr könnt ja einfach das Video anhalten, aber ich konnte es jetzt nicht lesen, weil es ging einfach viel zu schnell. Es war so eine Sekunde da und weg und ich habe es noch nicht mal weggedrückt. Hoffentlich bewahrst du dir das Wissen aus meinen Anleitungen für Kleider und Reizebehör, wenn wir traditionelle Handwerkstechniken am Leben erhalten, halten wir die Verbindung zu unseren Vorfahren aufrecht. Ich denke, dass ihr etwas ganz Besonderes findest du nicht. Das ist etwas ganz Besonderes. Also ihr könnt gerne nochmal zurückmachen und euch das durchlesen, aber ich konnte es nicht lesen, weil sie hat so schnell gesprochen und ich hatte nicht mal irgendwie meinen Finger auf der Maus, auf dem Touchpad und trotzdem ist es so unglaublich schnell weggegangen, deswegen konnte ich es nicht lesen. Ja, finde ich auch. Wir klicken immer auf, finde ich auch. Ich wusste doch, dass wir Gleichgesinnte sind. Oh, hier ist noch jemand, der sich für deinen Einsatz bedanken will. Huhu, oh, das ist mein Baby. Oh mein Gott, man sieht das Baby. Oh, es ist cute. Ach, Tobi heißt er hier. Er heißt Tobi. Ist dein Kleines so weit, das Nest zu verlassen? Huhu. Alles gut, mein Kleines. Das ist Astrid. Ihr beide seid bereits lebend. Ihr beide seid bereit, lebenslange Partner zu werden, wie ich und deine Mama. Ist dir das recht? Huhu. Oh, das ist cute. Glückwunsch, Astrid. Du hast jetzt die Verantwortung für deine ganze eigene Eule. Aber bitte vergiss nicht, ab und zu mit ihr bei Tobi und mir vorbeizuschauen. Huhu. Oh, wie süß ist das denn hier, bitte? Wir sollen sie besuchen, damit die Tochter ihrer Mutter, ihre Mutter, ihren Vater, was auch immer sieht. Oh, cute, das ist wirklich cute.
Warte kurz, ich muss mal kurz ein Foto machen. Sorry, aber ich musste einfach ein Foto machen. Ich meine, das ist doch hier wirklich cute, oder? Das ist mega cute. Und das wurde dann aus dem Ei unsere ganz persönliche Eule, die keinen Namen hat. Nicht so wie Tobi. Und ich würde gerne auf mein Pferd aufsteigen, danke. Und dann... sorry, ich muss kurz nachgucken, ob es läuft, weil manchmal gucke ich mir lieber nach, ob es läuft oder nicht. Und danke noch einmal, dass du diese Reise mit mir machst, Astrid. Ich habe im Moment nichts mehr, das ich dir beibringen könnte, aber Werkstatt im Laden ist nach wie vor geöffnet. Ich hoffe, du hältst deine Augen weiterhin nach Materialien offen, fertigst hier Waren an und belieferst die Kunden. Wir sehen uns in der Werkstatt. Und jetzt haben wir sie bekommen. Und hier sehen wir auch, dass die Quest vorbei ist, dass das Eulenjunge weg ist. Ist jetzt nicht mehr bei Tobi, nämlich wir haben es jetzt. Und ich habe keine Satteltasche dabei, um es euch zu zeigen, also hole ich mal schnell eine. Also ich habe jetzt mir mal schnell eine Satteltasche geholt. Ich habe jetzt nicht so extrem viele Satteltaschen, deswegen, weil ich nicht so oft Haustiere mitnehme, aber okay. Also hier seht ihr jetzt unsere kleine süße Eule, die noch keinen Namen hat, außer clevere Eule. Hier seht ihr mal so die Animationen, wenn sie in der Satteltasche sitzt und ja, wenn sie in der Satteltasche sitzt. Und sie ist auf jeden Fall recht cute, sieht so aus wie ihr Vater, ihre Mutter, I don't know, ich denke mal ihr Vater. Und so sieht sie in Nahaufnahme aus. Also recht detailreich, ne? Die Beine sind jetzt nicht so gut gelungen, aber das Federkleid ist echt cute. Und hier seht ihr sie mal von hinten. Also ich finde sie süß. Ich werde sie wie jedes Haustier nicht wirklich dabei haben, weil mich die meisten Haustiere einfach stören an der Seite. Aber ja, okay. Jetzt lassen wir sie mal raus. Mit Pet lassen wir man sie raus. Und dann sehen wir auch, wie die Schneeeule fliegt neben einem. Und sie fliegt. Hier oben sehen wir sie nochmal. Und fliegt und fliegt und fliegt. Und begleitet uns auf unseren Abenteuern auf, wo ist jetzt hin? Hier. Da. Und sie ist jetzt ein bisschen komisch, weil WTF, sie dreht sich in der Luft. Ja, das ist völlig normal, wirklich völlig normal. Auf jeden Fall, hier sehen wir sie jetzt. Ich hoffe, ich renne nirgendwo gegen. Und sie fliegt da rum in Querflug und in normalen. Und dann sieht es halt so aus, ein bisschen verbuggt. Aber ja, gut, sie fliegt eigentlich ständig quer. Was zugegebenermaßen etwas komisch aussieht. Aber okay. Die Schneeeule zum Beispiel, ich glaube, es war die Schneeeule, die dreht sich die ganze Zeit. Also die macht so, nicht Loopings, wie nennt man das? Also einfach so eine um den Körper Drehung. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hole sie gleich mal. Aber so sieht die Eule aus, wenn sie neben einem herfliegt. Und sie bringt sich ständig in Schieflage, was gegebenermaßen etwas komisch aussieht. Und wir sind vom Weg abgekommen. Und ja, ich finde sie eigentlich ganz cute. Aber so vom habe die Haustiere, wenn ich sie überhaupt mal dabei habe, die meisten nicht draußen, weil vor allen Dingen die Eulen stören mich, weil sie mein Sichtfeld etwas minimieren. Und dann zeige ich euch nochmal kurz die Schneeeule, damit ihr sie auch seht. Und ah ja, jetzt habt ihr diesen Salto gesehen. Da. Jetzt habt ihr das gesehen, was ich meinte. Aber es macht die Schneeeule auf jeden Fall auch. Und mal gucken, wie die normalen Fluganimationen sind. Da ist sie einfach nur so auf der Stelle. Das ist doch sonst hübsch. Aber ich mag dieses zur Seite drehen nicht so. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Und dieses Zurückbleiben und dann wieder herkommen und dann, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja, und dieses ständig ins Bild fliegen. Dann hole ich mal kurz die
Seht ihr, das meinte ich jetzt, was so komisch ist, dass sie so vor dem Pferd eben was macht, keine Ahnung. Das sieht irgendwie komisch aus. Deswegen, ja. Zeige ich euch mal die Schneeeule. Also, hier seht ihr jetzt mal die Schneeeule. Im Vergleich mit der anderen. Ich werde mal so ab und zu mal hin und her machen, dass ihr so ein paar Vergleiche sehen könnt, wie die beiden aussehen. Und sie haben dieselbe Animation, die man gerade sieht. Und die Schneeeule hat man bekommen, also als Geschenk für allerbeste Freunde, wo die eine Freundin oder ein Freund Level, ich glaube, es war 10 erreicht hat oder 12. Und das, da habe ich mir halt meinen zweiten Account für erstellt. Und hier seht ihr nochmal kurz die Animation hier von ihr. Und wenn wir sie rausfliegen, ja, jetzt soll ich das Ansichtsbild etwas weiter wegstellen. Besser. Also hier seht ihr sie. Das ist das Gegenstück zu unserer anderen Lieben hier. Nochmal im Flugvergleich. Und ja, sie fliegt. Das macht, das meinte ich mit diesem, dieses Fass. Jetzt fällt es mir ein Fass rollenartige. Diese Umdrehung um sich selbst und ständig ineinander gerutscht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ihr seht's ja. Und das meinte ich jetzt mit dem. Sie klappt immer so die Flügel ein. Jetzt ist sie mal kurz normal. Aber normalerweise klappt sie immer so die Flügel ein und macht so eine Art Fassrolle. Hallo Häschen. Und ja, das finde ich ja jetzt nicht ganz so schön. Wobei die fliegt auch mal so schräg und macht diese komischen Salto-Fassrollen-Dinger da. Also, dann habt ihr jetzt mal so ein bisschen Vergleich von beiden. Und, yep. Es ist etwas schwer zu laufen, wenn man nicht sieht, wohin man läuft. Aber hier, ja, sehr viel Gestrüpp. Seht ihr mal dieses Fassrollenartige, was sie ja gerade macht, meine ich. Dass sie halt so ständig so ineinander dreht und ja. Ich weiß nicht, ob das die andere auch macht, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt die andere gerade nicht mit, die braune. Die ist weiter hinten und fliegt über Kopf. Ja, klar, ist ja voll normal, über Kopf zu fliegen. Also ich glaube, die ist so ein ganz klein wenig verbuggt. Jetzt fliegt sie wieder richtig rum. Macht wieder diese komischen Kreise. Ich würde sagen, die ist so ein minimales bisschen verbuggt, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Was hat die für Probleme? Ganz ehrlich, was hat sie für Probleme? Sie buggt in mir und dreht sich so komisch im Kreis. Ich kann das stundenlang ansehen. Ich meine, guckt alle, was sie für Probleme hat. Also, ich weiß nicht, ob es normal ist oder ob das nicht normal ist. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich meine, guckt es euch mal an. Guckt es euch mal an. Das kann doch nicht normal sein. Also, die Schneeeule macht das nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen Einblick bekommen von der Schneeeule und von der Eule, die wir jetzt während der Quest bekommen haben. Und diese Eule ist ein bisschen verbuggt, ein bisschen viel. Sie macht ständig komische Sachen und buggt in mir rum. Aber ja, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden. Ich glaube, ich nenne sie Brownie. Verabschieden Brownie und ich und Wildheart uns mal und wünschen euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Und sie macht schon wieder diese Loopings und ciao, ciao.